Mit einem feierlichen Pontifikalamt in der Dillinger Christkönigskirche begann das Jubiläumsjahr der Regens-Wagner-Stiftungen. Der geistliche Direktor, Pfarrer Rainer Remmele, wies zu Beginn auf die Größe und Vielzahl der Einrichtungen hin. An über 50 Orten in ganz Bayern ist die Regens-Wagner-Familie heute vertreten. Und über den Besuch von Bischof Bertram Mayer freute er sich ganz besonders. Und dem Stiftungsvorstand und dem Stiftungsrat und allen, die zur Regens-Wagner-Familie gehören, ist es eine große Ehre, dass wir dich hier begrüßen dürfen und dass du uns die Tür zum Festjahr 175 Jahre Regens-Wagner aufstößt. Als Bischof von Augsburg bist du der Protektor der Regens-Wagner-Stiftungen, und das gibt für uns ein gutes Gefühl. Da wissen wir uns gehalten, getragen und geborgen. Die Bezeichnung Protektor, also Schützer, sei hier in einem ganz bischöflichen, einem priesterlichen Sinne gemeint, so Bischof Bertram. Seine Aufgabe sei es, die Hand schützend und segnend über alle Menschen der Regens-Wagner-Familie zu halten, gerade in diesen oft schwierigen Zeiten. Und das war auch ein Thema im Gottesdienst, der von Bewohnern und Mitarbeitern mitgestaltet wurde. Wenn wir in unserer Freiheit eingeschränkt sind. In seiner Predigt sprach Bischof Bertram aktuelle politische Themen an. Es sei wichtig, das Lebensrecht und die Würde aller Menschen zu achten, sich gegen Übergriffigkeit und Einflussnahme auf persönliche Entscheidungen werdender Eltern oder hilfesuchender Angehöriger zu wehren. Wenn jetzt alles auf Ampel steht, dann bitte ich Sie, meine lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Verantwortliche, gut hinzuschauen. Nach Möglichkeit auch Einspruch zu erheben. Denn was da politisch zum Schutz des Lebens drinsteht, muss uns alle sehr, sehr alarmieren. Beim Gabengang wurden Bischof Bertram noch zwei Tassen überreicht. Ein Symbol für den Beginn der Regens-Wagner-Einrichtungen, für den Austausch zwischen Johann Evangelist Wagner und der Franziskaneroberin Theresia Haselmeier. Mit dem Pontifikalamt in Dillingen hat das Festjahr zum 175-jährigen Bestehen offiziell begonnen.